ein Blitzzauber, keine Ahnung, und ein Untote vertreiben. Naja, die kann ich auch so vertreiben. Wie ihr seht, mein Inventar geht zu Ende. Das ist schon echt. Ja, was habe ich hier gefunden? Nichts Neues eigentlich. Scheiße. Ja, ja, ja. Hier ist ja noch eine Tür. Mal gucken. Hey, die können wir aufschließen. Hat doch was, ne? Psst. Geht auch noch der Wind, ey. Als ob es nicht schlimm genug hier wäre. Ne, dann geht auch noch der Wind. Dann hole ich mir eine Erkältung, Mann. Ich brauche keine Erkältung. Ein Toter. Hey, ein Leichnam. Oh, ein kleiner Metallschlüssel. Das ist gut. Aura entzaubern. Das kann durchaus noch nützlich sein. Und sonst befindet sich hier, wie immer, nichts. Nicht wahr? Oh, noch ein Schlüssel. Ja, ja, Schlüssel sind die Schlüssel zu allem. Ha! Und noch eine Fackel. Das ist gut, nicht wahr? Oh, es ist wieder abgesperrt. Hallihallo, da bin ich wieder. Befreit. Ja. Da sollte ich nicht durch. Nein. Jetzt sollte ich mich vielleicht um den anderen Raum kümmern. Ah! Hauer. Fuck. Jetzt speichere ich. Mal gucken. Oder lade ich? Bin mir dessen nicht sicher. Ach Quatsch, ich speichere jetzt. Bevor ich wieder nochmal was neu machen muss. Denn dann weiß ich zumindest, wie ich diesen scheiß Fallen ausweiche. Das hier, ne, da vorne ist die verdammte Falle. Genauso ist hier auch irgendwo eine versteckt, glaube ich. Zu wissen. Nein, nicht gewusst. Das ist gut. Ah, ich dachte, ich werde schon wieder in den reingelaufen. Jetzt ist hier offen, wo die dumme Ratte war. Der Ratte. Du bist tot. Das ist schön. Habe ich nicht was erwähnt von einem Wasserspeier, der mir nachguckt? Zwei sogar. Ja, also alles, was rot ist, lebt in der Nachtsicht. Das hat doch was, oder? Hinter einem dieser verdammten Wände befindet sich übrigens ein Zombie. Ich denke, dieses... Oh mein Gott, ich bin so dumm. Ich habe voll in die Falle gelangt. Ich werde jetzt erstmal... Ein Lebenstrank, ne? Hat was. Okay. Ich mach die Sicht aus. Bevor ich in noch weitere Fallen reintappe. Und das... Sag mal... Deine Mutter... Wenigstens ist hier ein Schlüssel drin. Wie soll ich... Wie viele Lebenstränke soll ich denn noch verschwenden? Okay. Ich werde noch eines grausamen Todes sterben. Ja, ja. Und dann speichere ich einfach nochmal, weil ich noch immer lebe. Okay. Knüppeln wir mal ein bisschen hier noch oben. Hey, noch ein Toter. Wer hätte es gedacht? Und ein Haufen Kohle. Und hier ist nichts außer einem goldenen Becher. Davon habe ich jetzt zwei. Und hier nichts. Und hier der versprochene Zombie. Futter. Deine Mutter ist Futter. Halt's Maul. Um's mal so zu sagen. Gut. Denke, ich habe mir alles geholt, was es hier zu holen gab. Ja. Ich habe diesen Raum noch nicht erkundet. Mal gucken, ob ich den jetzt öffnen kann mit irgendeinem Schlüssel, den ich gefunden habe. Nein, kann ich nicht. Dann einmal gucken. Diesen Raum, ob ich diesen öffnen kann. Ja.
Hey! Verdammt nochmal, er wollte mir jemand die Tür zudrücken. Vielleicht aus gutem Grund. Speichern wir doch mal. Eine Ratte. Boah, ich hau voll daneben, Idiot. Und hier ist nichts. Und ein Typ mit einem Lebensdrang. Yay. Und einer Fackel. Yay. Komm, gib die Fackel her. Und hier nur Knochen. Nichts, nichts. Und ein Typ. Ah, sehr schön. Noch ein Steinchen. Noch ein Schlüsselchen und noch zwei Fackeln. Was übrigens ein sehr lustiger Effekt dieses Spiel ist, man kann eine kaputte Fackel eben nicht mit den ganzen Fackeln verwahren. Das geht doch auf, das weiß ich. Das geht auf. Da ist auch was dahinter. Hier ist der Button. Hui! Eine Spinne. Mal speichern und gucken, wo es dahin geht. Ich meine es zu wissen. Ebene 5. Ach, das war, wo die dicken Orks mich gekloppt haben und ich voll am Verzweifeln war. Nee, da muss ich jetzt nicht hin. Da komme ich auch noch woanders hin. Das werden wir sicher noch mal erforschen. Tja, gut. Dieses Zimmer haben wir damit auch. So ist denn, diese Seite ist geklärt und jetzt müssen wir nur noch hier rein. Hm. Ist aber blöd. Kann ich die öffnen? Das ist zu kompliziert für mich. Ey, ist euch klar, dass ich in diesem verdammten Spiel schon oft versucht habe, irgendein Schloss zu knacken und es noch nicht ein einziges Mal geschafft habe? Wie dumm bin ich eigentlich? Hallo, hier. Muss ja auch noch 50 gehen. Damit sich deine Mutter daran verlustieren kann. Das ist zu kompliziert für mich. Genau, und mach dein Werkzeug kaputt. Hey, 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 hey. Junge, 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 Junge. Das ist nicht gut. Und aufbrechen kann ich das auch nicht. Ja. Gut. Dann kommen wir wohl auch nicht in diesen Raum. Zumindest noch nicht jetzt. Vielleicht irgendwann später. Vielleicht werde ich cheaten, um dort reinzukommen am Ende. Weil ich finde, jeder sollte irgendwie doch mal sehen, was da drin ist. Und zumindest will ich es auch sehen. Ja. Was werden wir demnach machen? Wir werden versuchen. So. Lauf, 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 lauf. Lauf, 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 lauf zu deiner Mutter. Na, hä? Genau. Das war der Bug oder Glitch, keine Ahnung. Man schafft es immer noch durch, wenn das Gitter auch schon halb unten ist. Man muss nur in der Nähe sein. Ich weiß, hier ist jetzt ein Zombie, deswegen speichere ich doch nochmal. Auch wenn Zombies jetzt nicht unbedingt die ernstzunehmenden Gegner sind. Hua! Wie er ausruft. Und damit nichts bewirkt. Aua, hör auf mich zu hauen. Mann. So, noch ein toter Zombie. Damit kann ich die Tür mal öffnen. Das hat doch was. Hier ist nichts außer einem Hebel. Und ich weiß nicht, wofür dieser Hebel ist. Ich weiß nur, diese Türen werden geöffnet, wenn auf all diesen drei Plattformen Gewichte liegen. Ah, übrigens. Oder? Da. Nein. Geht nicht auf. Ich glaube, ich weiß, wie man die Tür da vorne aufkriegt. Man muss diesen Schalter drücken. Oder dieser Schalter ist einfach nur für dieses Gitter und ich bin einfach zu dumm. Das kann natürlich auch sein. Ah. Ja. Speichern ist des Let's Players bester Freund.
habe dieses Spiel wirklich oft gespielt und ich weiß immer noch nicht genau, was mich in der Krypta alles erwartet und wie alles funktioniert. Nichts. Na doch, ein goldener Becher. Den kann ich diesem Typen da oben wieder verkaufen. Der steht ja scheinbar auf goldene Sachen. Hier nichts und hier nichts. Na toll. Es hat sich ja gelohnt. Und ich für einen goldenen Becher hierher gekommen. Aber vielleicht ist es doch der Schlüssel. Wie war das? 131 ist der Schlüssel zum Schatz meiner Brüder. 131. So, jetzt ist scheinbar irgendeine Tür aufgegangen. Hier liegt nichts drin. Zumindest nichts von Interesse. Boah, dieser Sound ist ein bisschen gruselig. Ich krieg Angst. Mann, Mann, Mann. Nein, da wollte ich eigentlich gerade gar nicht hin, aber scheiß drauf. Mal gucken, was es hier hinten gibt. Oh, Ratten. Geht sterben. Geht sterben. Eine etwas verwitterte und veraltete Grabkammer. Was gibt es hier? Nichts. Doch trotzdem, bevor wir da reingehen, man kann nie wissen, was auf einen wartet. Später werden wir auch nochmal einen kleinen Schockmoment erleben. Ich werde euch davor, denke ich mal, nicht warnen. Außer ich vergesse bis dahin wieder, dass ich euch warnen wollte und tue es trotzdem. Aber egal, wir brauchen 3 Steine. Ja, ja, 3 Steine, 3 Ellen lang. Ha, 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 ha. Anspielung auf die Bibel. Noch ein Zeichen. Ja, wie ihr seht, es wird voll in meinem Inventar. Es wird wirklich voll. Ich mag es nicht, wenn es voll in meinem Inventar wird. Deswegen schmeißen wir diesen Stein gleich dahin. Und gucken mal.